Hi, welcome back bei Max unterwegs. Heute wieder mal aus einem Museum und zwar einem Freilichtmuseum hier in Neuhausen ob Eck. Hier gibt es rund 30 Gebäude zum Entdecken für gerade mal rund um 8 Euro. Max unterwegs. Your life. So, ich bin jetzt drin hier auf dem Gelände des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck. Los geht's. Und dass ihr mal seht, wie groß das Ganze hier ist. Hier ist ein Plan davon, wie groß das Gelände ist und verschiedene Bereiche auch eingeteilt. Doch recht groß, wie gesagt, sind auch 30 Gebäude und ich starte jetzt in dem Bereich hier. Um genau zu sein, umfasst das Gelände eine Größe von 18 Hektar. Für 8,50 Euro kann hier den ganzen Tag verbracht werden. Seit 1988 ist es möglich, durch das Gasthaus Ochsen das Freilichtmuseum zu betreten. Ich beginne meine Tour rechts herum und besuche zuerst die Stallscheune Habersten-Weiler. Neben Ausstellungsstücken wird hier auf der ersten Etage sogar zum Mitmachen eingeladen. Für Fotografien steht alte Bauernbekleidung bereit, um die Fotos noch realistischer aussehen zu lassen. Gleich dahinter ein Bauernhaus aus Schönberg, ursprünglich 1750 erbaut, kann hier nun das Innenleben auf 3 Etagen besichtigt werden. Typisch für diese Zeit die Kachelöfen und die damals noch dunklen Küchen, da hat sich doch mittlerweile einiges getan. Über Weidefelder, vorbei am Hopfen und Gehegen, geht es nun in die gegengesetzte Richtung. Das Tagelöhnerhaus liegt still und friedlich in einer traumhaften Kulisse und könnte fast aus dem Film Der Hobbits entsprungen sein. Hier sind auch Ziegen untergebracht, die damals mit zum Inventar des Hauses gehörten. Das Weber- und Kleinbauernhaus gegenüber wurde bereits 1683 erbaut, sieht man dem Gebäude gar nicht an. Mein persönliches Highlight des Museums ist der Marktplatz. Natürlich darf hier eine kleine Kirche nicht fehlen. Fünf Gebäude säumen sich insgesamt um den Platz mit Brunnen und Sitzmöglichkeiten. Einfach traumhaft. Eine Besonderheit stellt hier das ehemalige Kaufhaus Pfeiffer dar. Bis 1995 war es noch in Betrieb. Heute kann die originale Ladeneinrichtung sowie originale Verkaufswaren aus dem Jahre 1925 direkt im Freilichtmuseum besichtigt werden. Hier gibt es einiges zu entdecken. Man kann sogar in so kleine Kellerräume reingehen. Dazu muss man sich ein bisschen sportlich betätigen. Und ja, ich gehe jetzt da mal rein. Es ist schon sehr eng, ja. Und hier wird es jetzt ein bisschen angenehmer, wieder aufrecht zu laufen. Aber dafür hat man jetzt hier einen Blick in den Keller. Nicht nur der Keller kann besichtigt werden. Auf den oberen Stockwerken des Kaufhauses finde ich die ehemalige Wohnstube vor. Eine kleine Ausstellung mit der Originalwerbung von damals und in der Eingangsebene wurde nun der Museumsladen eingerichtet, der stilecht zum Ambiente passt. Musik.
Ja, nachdem es hier auch so einen Kaufladen zum Anschauen gibt, gibt es hier auch einen richtigen Museumsladen, Souvenirshop, und da gehe ich jetzt auch noch rein. Neben Seifen und Schiefertafeln kann hier auch Holzspielzeug erworben werden. So hat man damals gespielt. So, gerade im Museumsladen gewesen und das ist so richtig schnuckelig, so wie es hier im Museumsdorf hier einfach gehört, so richtig schön alt und traditionell. Und die Preise sind noch richtig cool, denn man zahlt hierfür gerade mal 2 Euro für einen Radler. Und hier für halber Liter 2,20. Das sind echt super Preise. Das heißt, man kann hier richtig einen tollen Tag verbringen und dabei sogar noch richtig gut sparen. Gleich hinter dem Kaufhaus befindet sich das Rad- und Schulhaus. Neben Büros können hier 2 originale Schulräume wiederentdeckt werden. Da war noch nicht viel mit digitaler Technik und die Schultaschen nicht sonderlich originell. So, das noch alle mal zusammen. 6 mal 6 ist 36. Ey Mann, Alter, ich hab's immer noch nicht kapiert. Also wer das jetzt noch nicht kennt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, ganz ehrlich. Auch in diesem Gebäude befindet sich eine Wohnstube und eine Waschküche. So, wieder einmal im Keller, aber herrlich kühl bei der heißen Hitze heute hier draußen. Und ja, ihr riecht's wie früher natürlich in einem alten Keller, so modrig, kartoffelig, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Und es ist auf jeden Fall toll, wo man hier überall hingehen kann. Also jedes Haus hier im Museum ist sowas von begehbar mit den ganzen Stockwerken nach oben, nach unten, in den Keller und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall und es macht richtig Lust, jedes Haus aufs Neue zu entdecken. Ich verlasse nun wieder das Rad- und Schulhaus und mache mich auf zum letzten Gebäude des Marktplatzes, das Bauernhaus Biele. Es war ein Lehnshof des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen, hatte im Ort große Besitzungen und erinnert heute noch an die geschichtlichen Beziehungen Neuhausens zum Kloster Allerheiligen. Nun gelange ich ans andere Ende des Freilichtmuseums und betrete das alte Bauernhaus aus Mariazell nähe Rottweil. Dies brannte 1998 ab und wurde nun wieder vollständig aufgebaut. Eine kleine Abteilung erinnert noch an den Brand, sowie lerne ich die verschiedenen Steckverbindungen des Holzgebälks kennen. Für Kinder wird hier einiges geboten. Am Wochenende gibt es Vorstellungen von den verschiedenen Berufen, die es damals gab. Und auch hier gibt es zum Beispiel jetzt hier, was man sehen kann, Rätsel und so weiter. Also richtig aktiv und wieder mal eine richtige Abwechslung im Gegensatz zu Computerspielen oder sonstiges. Es lohnt sich immer wieder mal auch hinter die Häuser zu schauen, denn es gibt nicht immer nur die Haupteingänge, sondern es gibt auch immer hier wie hier diese Hintereingänge. Und so kann man noch mehr Räume entdecken. Dadurch brauchen wir einige Zeit, die man einbrechen sollte, die man hier braucht, um alles wirklich gesehen zu haben. So, mittlerweile geht schon zum letzten Bereich über, und zwar zum Bereich Schwarzwald, meine Heimat. Ich bin gespannt, was da so zu sehen ist. Und um dahin zu gelangen, geht es ein ordentliches Stück Berg runter, mitten durch den Wald. Und wie es halt so früher auch war, einfach nur Wald, Wiesen, Bäume drumherum. Und ja, jetzt bin ich gleich da und dann mal sehen, wie sich der Schwarzwald präsentiert. Hi, ja.
Also, wenn ihr jetzt den abkommt, dann sagt ihr der Lumpengrutzeller Josefa, dass ich weiß, dass sie sich bei der Seraphin in der Kammer versteckt hat. Mir nicht schlecht, dass sie so zart wie die von Italien hat er gesagt. Da kann man schön mit Taschen Bierkurs machen und die England verkaufen. Hurenhändler oder die Endigung nennen sie mit. Ein Hut gemacht von der Therese zu England. Das muss man euch mal vorstellen. Es war gerade morgen, Uhr hat gerade 8 geschlagen, da war es vorbei. Sie war erst 21 Jahre alt und hat schon keine Eltern und keine Geschwister mehr gehabt. Da ist Dörken, das ist ein Garten, auf dem Feld. Sieht ihr, wir daheim, wir waren nie Stück und nur 13 groß geworden. Und der halbe Bruder, sie hat 5 große. Nein, sollte ich wieder jetzt nicht mehr sagen. Lupfen wir schnell Serie's Ernährung für Super und Serie hat den für etwas im Sack. Das ist Schneckenpulver von diesem Nachtessen. Auf das ist nicht mehr verzählen, gell? Auch hier im Bereich Schwarzwald gibt es einiges zu sehen und man kann überall hoch und rein. Und jetzt gehe ich auch hier gerade die Treppe hoch ins nächste Haus und bin gespannt, was mich hier erwartet. Der Bereich Schwarzwald präsentiert sich mit überraschender digitaler Technik und erweckt das alte Heidenhaus, den Haltenhof, zum Leben. Weiterhin können hier noch Mühle, Sägewerk, ein Speicher und ein Waschhaus entdeckt werden. Das Spaßplätze lädt Kinder und auch Junggebliebene ein, den Wasserspielplatz zu erkunden, die Rutsche im wahrsten Sinn des Wortes zu erklimmen oder sich mit der Seilbahn frischen Wind um die Nase wehen zu lassen. Zum Schluss lasse ich es mir im Gasthof Ochsen gut gehen und erfrische mich mit einem Bier, ehe der Besuch sich langsam dem Ende neigt. Ja, das war jetzt mein Aufenthalt hier im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Für den Preis sieht man wirklich eine ganze Menge. Es wird auch viel geboten in den Häusern selber. Das habe ich ja schon während des Videos mal gesagt. Lohnt sich auf jeden Fall also hierher zu kommen und kann ich einfach nur empfehlen. Damit sage ich jetzt Ciao für dieses Mal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Max unterwegs Video. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.